dann spannen wir euch doch nicht allzu lange auf die Folter. Wir haben schon kurz nach 14 Uhr. Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Saison. An meiner Seite schon unsere Cheftrainerin Sabrina Wittmann, mit der wir reinstarten werden am kommenden Sonntag um 19.30 Uhr im Audi Sportpark gegen Waldhof Mannheim. Wir rechnen mit 4.200 Zuschauerinnen und Zuschauern in unserer Schanzerheimat. Und natürlich interessiert es uns auch, Sabrina, wer den fit sein wird bis dahin und wer nicht zum Einsatz kommen kann. Ja, auch von meiner Seite hallo. Ich freue mich auch in dem Rahmen, jetzt wieder hier sein zu können und jetzt vielleicht nicht, wo es tatsächlich um mich geht, sondern um die Spiele, worüber ja, also ich zumindest am liebsten spreche. Zum Personal, also Marcel Kostli ist der Einzige, der noch im Aufbautraining ist, der Teile absolviert, da kommt das Spiel am Wochenende noch zu früh. Und ansonsten kann ich, glaube ich, zu Beginn der PK mal ein großes Kompliment und Lob an unsere Athletik- und Reha-Abteilung plus medizinische Abteilung loswerden, weil ich habe es jetzt schon zwei, drei Mal gesagt, aber es ist, glaube ich, finde ich auch nicht hoch genug anzurechnen, dass wir tatsächlich alle gut durchgekommen sind und ich die eine oder andere Stunde weniger Schlaf habe, weil alle zur Verfügung stehen, alle fit sind und alle einsatzbereit fürs Wochenende. Das klingt auf jeden Fall mal gut deinerseits. Jetzt fragen wir mal euch, wie es denn aussieht. Seid ihr gut vorbereitet auf die erste PK? Hatten ja jetzt ein bisschen Pause. Wer macht den Anfang? Ich gebe euch gerne ein paar Sekündchen mehr, weil es die erste ist. Nicht so zögerlich. Sabrina beißt nicht. Oder vielleicht doch, man weiß es nicht. Für den Donaukurier. Servus in die Runde, ich habe die Hand nicht mehr gefunden. Hätte es auch so heben können. Genau. Ja, Sabrina, du hast ja schon gesagt, es geht los erst am Sonntag für euch. Dribbelt es da umso mehr und ist das ein bisschen lästig, weil ihr ein bisschen länger warten müsst? Oder nimm uns mal mit, wie es momentan aussieht bei euch. Also klar, ich glaube, dass von den Anschlusszeiten vor allem für alle Anhänger natürlich jetzt am Sonntagabend jetzt nicht der beste Moment ist, also vor allem auch für die Gästefans. Aber erstmal sind Ferien, das heißt die Wahrscheinlichkeit, dass der ein oder andere vielleicht noch am Abend kommt, die sind auf jeden Fall größer und da hoffen wir ja auch, dass der ein oder andere sich noch entscheidet, am Sonntag dann auch in den Sportpark zu kommen. Für mich persönlich hat es natürlich so ein bisschen einen kleinen romantischen Reiz, weil das erste Spiel, das ich machen durfte in der Interimszeit, war auch am Sonntag 19.30 Uhr zu Hause und der Gegner war auch der gleiche. Deswegen würde ich sagen, ja, nehme ich die Geschichte gerne mit. Freue mich, auch, dass es losgeht und ob es jetzt am Sonntag oder Samstag ist. Wir nehmen alles so, wie es kommt. Das tangiert uns jetzt nicht. Nimmst du das quasi so als gutes Omen mit, dass es gegen den gleichen Gegner geht, gegen den du die Premiere gefeiert hast? Und ist das auch ein Vorteil für dich, dass du die Mannschaft dann dadurch schon ein bisschen besser kennst vielleicht? Nein, also ich glaube jetzt nicht, dass es irgendwie ein Vorteil ist. Die beiden Mannschaften haben sich schon auch ein bisschen verändert. Ich glaube, vor allem bei meinem Trainerkollegen, der ja auch am Ende dann echt nochmal eine gute Serie mit der Mannschaft gestartet hat. Also ist jetzt nicht so, dass ich sage, wir können das jetzt identisch 1:1 vergleichen. Die haben auch ganz gute Neuzugänge. Ich glaube, dass sie auf jeden Fall eine viel bessere Saison spielen werden, als sie das letztes Jahr haben. Somit, nee, also ich glaube nicht, dass ich sie besser kenne. Der einzige Unterschied ist hoffentlich, dass wir dieses Mal nicht nur mit einem Punkt rausgehen, sondern mit dreien. Und ansonsten, glaube ich, bleibt alles gleich. Dann danke erstmal. Danke dir. Irgendjemand hatte vorher, glaube ich, noch die Hand oben. Oder auch nicht. Wäre jetzt spannend, wenn es das schon gewesen sein sollte. Doch. Ja. Warte mal. Ah ja, ich glaube die DPA, ich sehe es leider aus meinem Winkel nicht so gut. Dann gerne das Mikro öffnen. Ich glaube zwar, dass Roland Geier zuerst dran war, aber ich stelle einfach die Frage. Sehr gerne. Wenn ich darf. Frau Wittmann, wenn Sie jetzt auf die Vorbereitung auch zurückblicken, war das für Sie, obwohl Sie ja schon viele Vorbereitungen mit anderen, mit jüngeren Teams quasi hatten, war das nochmal was ganz anderes? Oder baut man da einfach sozusagen auf dem Erfahrungsschatz und auf dem Wissens- und Expertisenstand, den man schon hat, auf? Nee, also es war für mich jetzt, also
Das Schöne ist, dass ich auch in diesen 4 Wochen schon das Gefühl hatte, dass sich viel ähnelt. Wir spielen die gleiche Sportart. So, das Ziel ist das gleiche, die Tore stehen an den gleichen Stellen. So, das ist jetzt nicht so, dass es große Eingewöhnungszeit für mich irgendwie gebraucht hat, um mich daran zu gewöhnen. Das heißt, wir sind die Sachen auch genauso angegangen wie bei der U19. Deswegen gab es da keinen Unterschied. Der einzige Unterschied, der natürlich noch mal ein bisschen schöner für mich ist, weil ich sehr gerne Fußball lehre und weil ich auch gerne mit meinen Spielern ja auch gemeinsam im Austausch bin, ist, dass das Feedback und auch der Austausch noch mal ein bisschen intensiver ist. Ne? Wir haben trotzdem viele Spieler, die auch schon eine Liga höher gespielt haben. Wir haben viele Spieler, die viele Trainer erlebt haben. Also für mich war von Beginn an klar, dass ich jetzt nicht nur auf meinen Erfahrungsschatz zurückgreifen möchte, sondern auch auf den meiner Spieler. Plus mit Ilia natürlich auch einen erfahrenen Mann an meiner Seite, der auch schon ein paar Vorbereitungen mitgemacht hat, der auch verschiedene Trainer erlebt hat. Und das war natürlich toll, dass wir die Idee, die Fabio und ich so uns in den letzten Jahren so aneignen und entwickeln konnten, dass wir dann noch auf viel Expertise jetzt aus den eigenen Reihen wie auch aus dem Trainerteam gestoßen sind. Und deswegen hat es total Spaß gemacht. Aber ich habe jetzt nichts Besonderes draus gemacht, sondern es ist Fußball, es sind Menschen und dann ging's los. Gibt's noch einen Nachschub in puncto Frage? Gottfried, glaube ich. Sieht wohl nicht so aus. Roland Geier hatte vorher noch die Hand oben, deswegen würde ich den noch mal ganz kurz vorziehen für die Neuburger Rundschau. Ja, der Gottfried hat eigentlich die Frage mit Mannheim schon weggenommen. Aber Sabrina, wie sieht's aus? Du hast ja die Torwartfrage noch offen gelassen. Hast du dich schon entschieden, wer die Nummer 1 ist? Also ja, es wird am Sonntag ein Torhüter im Tor stehen, das ist mal Fakt. Wir werden es morgen mit den Torhütern besprechen und der Mannschaft sagen. Und wenn das dann auch an die Mannschaft kommuniziert ist, dann werdet ihr euch ein bisschen überraschen lassen müssen oder gedulden müssen und es am Sonntag dann noch sehen. Danke dir. Gottfried, hättest du auch noch was Neues für uns in puncto Fragen? Ich hoffe ja, oder beziehungsweise die Sabrina. Du hast ja schon deinen Mitarbeiterstab angesprochen. Wie sehr ist es denn jetzt für dich auch wichtig, im Spiel selber die Entscheidungen treffen zu müssen und zu können? Und ist das vielleicht auch gerade jetzt im Saisonanfang eine besondere Stärke von dir, würdest du sagen, dass du ein Spiel schnell lesen kannst, um auf Veränderungen zu reagieren, wo man jetzt den Gegner vielleicht noch nicht so gut kennt wie während der Saison? Also, ob ich das sehr gut kann, das müssen andere beurteilen. Ich glaube, dass es jetzt mir nicht schwerfällt, Entscheidungen zu treffen. Also ich bin jetzt auch grundsätzlich kein Mensch, der sich scheut, Entscheidungen zu treffen. Also ganz im Gegenteil, ich bin, glaube ich, sehr klar in dem, was ich möchte, in dem dann auch meinen Standpunkt mitzuteilen, aber auch dann zu reagieren. Deswegen der einzige Unterschied ist, und das habe ich ja schon vor einer Weile gesagt, egal ob jetzt 4.000 Zuschauer oder dann 10, ich glaube, das wird ist immer was Schwieriges. Also es war auf jeden Fall ein Learning, dass es ein bisschen schwieriger ist als jetzt bei der A-Jugend oder natürlich der Platz 5 ein bisschen weniger gefüllt ist als das Stadion. Das heißt, da ist es die größte Herausforderung, das unmittelbar dann an die Mannschaft zu geben. Aber ich glaube, wir haben natürlich den großen Vorteil, den wir zu dem damaligen Moment hatten. Wir haben jetzt 4,5 Wochen Vorbereitung gehabt. Wir haben alles angesprochen. Wir haben viel über Fußball gesprochen. Die Jungs kennen die Idee jetzt viel besser, sie wissen, was wir wollen und die Kommunikation ist natürlich hat sich nochmal extrem ausgebaut, sodass ich mich freue. Ich meine, als Trainer ist natürlich das eine das Training, aber natürlich auch das Spiel. Also es ist immer was Besonderes am Wochenende und ein Spiel zu coachen hat schon nochmal einen anderen Reiz als ein Training. Deswegen, ja, ich freue mich drauf. Ich scheue keine Entscheidungen. Ich freue mich auch, die Entscheidungen dann treffen zu können und weiß aber auch, dass ich an meiner Seite jetzt mit Fabi, mit Ilia, mit Nico, die jetzt sich vor allem um das Spiel im Großen und Ganzen mit mir jetzt gekümmert haben, dann auch mit unserem Torwarttrainer Wolle, dass wir da die richtigen Entscheidungen treffen. Nachfrage hätte ich noch, wie schwer war es denn jetzt, diese erste Elf rauszufiltern? Du hast ja schon gesagt, letzte Woche 75% hast du im Kopf. Kannst du uns da ein bisschen noch mit mehr reinnehmen? Ja, ich glaube, dass wir wirklich einen super Mix haben zwischen erfahrenen Spielern und jungen Spielern. Mein Anspruch oder der auch von unserem Trainerteam ist trotzdem, dass wir nicht nur sagen, wir entscheiden uns für Erfahrung oder entscheiden uns aufgrund von Spielern jetzt vielleicht aus der A-Jugend, die ich kenne,
sondern wir haben schon auch den Anspruch, die Spieler genauso zu entwickeln wie unser Spiel. Und deswegen ist jede Einheit, die wir haben, total Gold wert, um auch den Fortschritt zu sehen. Und von der letzten Woche auf diese Woche ist nochmal was passiert. Es geht jetzt nicht nur darum zu sagen, was ist jetzt nur fürs Wochenende, sondern auch perspektivisch. Also jetzt perspektivisch ja oder nein, das muss jetzt nicht bedeuten, dass jemand spielt oder nicht. Und ja, es ist schwierig, also es ist wirklich schwierig. Es gibt viele Positionen, da hätte ich jetzt keine Bauchschmerzen, wenn der eine oder der andere spielt. Und man sagt immer, es ist Luxus. In dem Moment ist es natürlich ein bisschen schade, weil es mir immer wehtut, einen Spieler zu enttäuschen. Es wird auch dieses Wochenende wieder wehtun. Aber lieber sind alle fit und alle einsatzbereit, als dass wir irgendwie Sorge hätten. Und sie würde sich von alleine aufstellen. Also auch diese Konkurrenzsituation, die wir haben, die macht die Jungs auch besser, die macht uns besser. Und ja, der Umgang ist wichtig. Und ich glaube, wenn wir da relativ ehrlich und direkt sind, dann sollten das alle aushalten und akzeptieren können. Noch eine Frage, wie viele Neuzugänge werden wir denn sehen am Sonntagabendplatz in der Startelf? Da kannst du dich auch gerne überraschen lassen. Ich werde jetzt nicht hier auf der Pressekonferenz die Aufstellung ausgeben und die Jungs wissen es noch nicht. Ja, mal gucken. Aber einen kennen wir wenigstens, den Lukas Böhle als Kapitän. Hast du ja auch nichts geändert, sofern es eine Bestimmungssache ist. Was erwartest du von ihm und wie wichtig ist er für dich auf dem Platz und auch daneben? Also ich hatte selten, also klar, ich habe natürlich auch von außen mitbekommen, es war ja auch jetzt nicht so weit weg in den letzten Jahren und auch von außerhalb oder auch in der Jugend. Lukas war, glaube ich, also wir haben es relativ lange offen gelassen, weil ich finde, es ist auch es muss jeder irgendwie seinen Platz finden in der Vorbereitung. Es muss auch irgendwie Raum geben, sich aneinander zu gewöhnen. Da war das Trainingslager für uns natürlich auch ein super, super Zeitraum, um auch zu sehen, wer übernimmt Verantwortung, wer will Verantwortung übernehmen. Aber Lukas ist, also wenn ich mir vorstelle, wie ein Kapitän sein soll, dann ist es Lukas mit seiner Art und Weise. Er ist total für andere da, da muss man immer ein bisschen aufpassen, dass er sich selber nicht vergisst, so auch in der Fürsorge der Mannschaft gegenüber. Und ich glaube, die Jungs fühlen sich total wohl in seinen Händen. Und wir im Trainerteam wissen auch, dass wir da jemanden haben, der in erster Linie auf die Mannschaft schaut. Und das ist in dem Amt total wichtig. Deswegen hat sich dann relativ schnell herauskristallisiert, dass sich das wahrscheinlich nicht ändern wird. Und mit Simon dann noch jemanden an die Seite gestellt und den Mannschaftsrat hat die Mannschaft gewählt. Ich glaube, dass wir da echt einen super Mix gefunden haben. Und also wir fühlen uns auf jeden Fall mit der Konstellation sehr wohl und auch gut. Also, ja. Aufgehoben, ja. Vielleicht hat man das Wort aufgefehlt. Gut, dann schauen wir mal, ob die DPA noch Worte für uns hat. Eine letzte hätte ich noch. Ich wollte mal anzeichen, in diesem Sommer irgendwas Neues für sich auch gemacht. Es ist ja natürlich irgendwie ein besonderer Sommer, wenn man so sagen möchte. Haben Sie versucht, noch mehr Wissen draufzupacken, vielleicht anderes Wissen sich selber draufzupacken? Oder haben Sie sozusagen den Sommer für sich so durchgezogen eigentlich wie sonst? Naja, so lange war ja jetzt auch nicht, dass ich mich jetzt komplett verändern können. Nein, ich glaube, dass... Also Ich bin ja jetzt nicht so, wie ich vor einem Jahr war und vor einem Jahr war ich nicht, weil ich vor 2 Jahren war. Also mit der Zeit, die man geht, die man trainiert, die man erlebt, verändert man sich natürlich auch ein bisschen oder packt Sachen dazu oder packt sie auch wieder weg. Ich glaube, das Bewusstsein ist bei mir schon da, dass ich auch den Anspruch habe, jetzt nicht am Ende zu sein, sondern jetzt viel mitnehmen zu wollen. Aber ich glaube, dass der Grund, warum sich die Leute, also die Entscheidungsträger dafür entschieden haben, dass die Mannschaft in meinen, unseren Händen gut aufgehoben ist. Habe ich jetzt keinen Grund gesehen, irgendwie groß was zu verändern. Wie gesagt, ich habe eine Idee von unserem Spiel, ich habe gewisse Vorstellungen, ich habe ganz klare Prinzipien, aber es war jetzt schon auch in den letzten Wochen so, dass wir mit den Jungs und mit dem Trainerteam zusammen dann auch einfach Sachen hinzugefügt haben oder auch Dinge ein bisschen verändert haben. Und ich glaube, man entwickelt sich vor allem im Tun und nicht nur im Lesen, weil das eine ist Theorie und das andere ist Praxis, auch wenn die Theorie natürlich voll wichtig ist. Aber ich bin eigentlich relativ, also ich bin sicherlich hoffentlich weiter als jetzt vor 2 Monaten, aber ich habe mich jetzt nicht verändert. Gut, verändert sich die Situation jetzt nochmal in puncto Fragen oder soll es das für heute gewesen sein? Dem ist wohl der Fall, dann sehen wir uns sowieso schon wieder in 2 Tagen am Sonntag im Audi Sportpark, wenn wir um 19:30 Uhr Waldhof Mannheim zu Gast haben. Wir freuen uns auf euch. Macht es gut. Ciao, Servus.